Ein Versuch ist es immer wert. Selbst wenn wir dann irgendwann massenweise an Medizinkisten haben, ist ja auch egal. Oh, scheiße, da kommt eine Horde. Gerade out of stamina. Der ist ein bisschen weiter weg. Oh, der ist da hinten, ne? Das ist ja echt weit weg diesmal. Was wollt ihr denn schon wieder alle von mir? Geht doch weg. Oh, Hund. Der Hund wittert mich und rennt in die Gegenrichtung. Dummer Hund. Ziemlich, ja. Falls er mich gewittert hat, jetzt habe ich natürlich vor lauter Schreck Kiste aus den Augen verloren. Ich weiß nur noch grob, wo sie hingeflogen ist. Oh. Hoppla. Das gibt's doch nicht. Okay. Diese Hornissenviecher im Rennen wegsnipen ist schwierig. Da bist du. Fuck. So ein Hund. Ach, scheiße. Ah, wenn da so viel Deko ist, dass er anstatt auf den Hund gegen die Deko schießt. Was für Deko? Ja, ach, diese Betonklötze, die halt immer in der Gegend rumfliegen. Ach so, ja. Diese scheiß Dinger halt. Ist der Hund getroffen noch, scheiße. Ja, ja, ich mein, lang nicht mehr verblutet, würde ich sagen. Oh je. Nix zum Heilen dabei. Nee. Natürlich ordentlich, wie ich bin wieder weggepackt, weil ich mein Zeug immer wegpacke. Ich weiß auch nicht, warum ich dann das, weil, warum ich nie so ein Dings dabei habe. Die Bandage? Ja. Weil ich mir denke, so viel Platz im Inventar wie möglich. Schade, ich hatte gehofft, ich schaffe es heute mal eine Aufnahme ohne Verrecken. Ja. Es gibt halt so ein paar wichtige Sachen, die sollte man dabei haben. Ja. Damit man sich so einen Spaß sparen kann. Aber gut, sag mal, der Grund, warum ich aus dem Haus gegangen bin, hatte sich dann jetzt sowieso erledigt, weil ich aufgrund dieses Kackhundes die Spur der Kiste verloren hatte. Ach, wie, und ja, ich muss mir jetzt endlich mal wirklich so ein Ding standardmäßig in die Tasche packen. Ich weiß nicht, warum ich das vorhin wieder weggeräumt hatte. Ich sowas schon einstecken und räum's wieder weg. So. Die Weise kriege ich natürlich nie maximale Gesundheit hin. Die Weise ist schon ja, mal wieder zwischendurch mal wieder besser gewesen. Jetzt hängst du schon wieder nur auf Hälfte. Ah, Mann. Ärger. Ich hab grad ein schnuckliges kleines Holzhaus gefunden. Das ist so süß mit dem schönen Kamin. Hübsch.
Gut, dann mache ich jetzt das weiter, was ich sowieso hätte tun sollen, anstatt diesen dämlichen Dings hinterher zu rennen. Jetzt weiß ich, was hier noch in meinem Inventar war. Der Stein. So, bin ich gerade beschäftigt zu überlegen, wie ich das hier hinten jetzt zumache. Ich habe ne... Ich habe einen Hustanfall gefunden. Ob bringt ja auch einen mit. Ich habe eine Nailgun gefunden. Oh. Geil. Endlich. Hatte ich noch nie. Mhm. Hab ich Nägel? Oh, ich hab sogar Nägel. Ah, ja. So, mach das hier nochmal zu. Ist hier jetzt irgendwie... Interessant. Ich kann das aber auch einfach offen lassen, links und rechts. Ist doch eigentlich auch egal, oder? Ja, eigentlich könnte ich das auch offen lassen. Jetzt als überlegt, wie ich von den Säulen aus hinten Richtung Wand des Lagers, wie ich dazu mache. Aber eigentlich würde ich es auch offen lassen. Ja, ja. Bestimmt, wenn du das sagst. Jetzt habe ich dir nochmal versucht zu erklären, was ich da denke, dass ich nicht nur brabbel, aber hat auch nichts geholfen. Ich denke halt gerade selbst so vor mich hin, deswegen halt. So. Ich brabbel im Geiste. Kann man das jetzt langsam mal so lassen, dann werde ich jetzt nochmal rausgehen vor die Tür. Mein Loot einsammeln brauche ich nicht, weil die Tasche hatte ich leergeräumt. Ich hatte ja Zeit genug während des Verblutens. Aber ich will jetzt meine Snipe nehmen und mich wahllos an Zombies rächen. Für diese Aktion eben. Ausgang. Und es zeigen sich natürlich keine. Sonst sind die immer sehr fröhlich hier am Stissel. Wollen sie nicht. Ich habe jetzt Rachegelüste. Wo seid ihr, Zombies? Ich bleibe niemand zu sehen. Wie öde. Wenn man sie mal braucht, sind sie nicht da. Wie immer. Das ist ja echt öde. Dann üben wir natürlich auch stattdessen einen Hirsch schießen. Das ist gut. Ich war auch gerade überlegt, warum ich eigentlich unterwegs bin und dachte mir dann so, ja, ich wollte eigentlich jagen. Und Eier sammeln. Dass ich das schon so erfolgreich gemacht habe. Gut, Eier 39. Da siehst du mal, das ist doch was. Das ist einigermaßen gut. So. Aber ich habe bis jetzt nur einen Hirsch geschossen und noch kein Schweinchen. Da bringen einem auch schon die Eier irgendwie nichts. Ja, ist auch kein Problem, das kriegen wir hin. So, da vorne ist ein Zombie. gewesen. Weinchen. Schnauze. Weinchen, wo bist du? Häschen. Hm, 5 Eier. Oder Hirschchen. Aber am liebsten Schweinchen. Wo seid ihr? Ah, ich bin jetzt hier wieder in dieser toten Gegend. Weiß nicht, ob sich da so viele Tiere tummeln.
Naja, beim letzten Mal. Da war das erste, was ich gesehen hatte, erst ein Zombie, dann ein Schwein. Oh, und dann ein Zombie-Schwein. Ja, das passiert dann halt leider auch. Hier liegt noch ziemlich viel Holz am Ufer, das nehme ich immer mit. Hier wird mir aber wenigstens nicht von blöden Hunden überrascht oder so. Hier sind ja nur die Wackelzombies. Wenn wir jetzt zumindest hier mal ein bisschen am Ufer lang gehen, ich könnte hier dieses Feld Kohle abbauen. Ah, da drüben habe ich doch schon den Hirsch gesehen. Jetzt nur nicht, wo er hingerannt ist. Da hinten ist er hingerannt. Boah, die Zombies hinwackeln. Vergesst das, Zombies, mein Hirsch. Oh. Naja. Diese Hirsche machen so unglaublich süße Geräusche, wenn man die trifft. Und wie so ein total blödes Kichern. Ich glaube nicht, dass sie kichern. Nee, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. So, jetzt habe ich irgendwo einen Knochen eingesammelt. Den schmeiße ich da rein. Dafür nehme ich die Federn mit. So. Zweimal toter Hirsch. Weil damit bist du schon nach 2 Minuten erfolgreicher auf der Jagd als ich. Ja, du lässt dich zu sehr vom Wesentlichen ablenken. Ja, das stimmt. Aber ich habe viele Eier und schon 2 Stacks Federn. Und den Rest Also. des Inventars ist auch voll. Eigentlich habe ich auch keinen Platz mehr für Schwein. Egal, ich könnte Platz schaffen. Ja, das ist, wenn man dann unterwegs wieder die ganzen Müllsäcke ausleert, weil man immer denkt, könnte ja mal was Gutes dran sein. Ja, oder 3 Häuser, die man trifft. Oder Ja, zwei gut, oder halt. das. Die hätte ich dann natürlich auch ausgeräumt. Ne? Ich räume im Moment nicht mal die Zombies aus, die ich umlege. Ach so, hier bin ich weit von zu Hause weg. Warte mal zurück. War ja ewig. Hier bewegt sich jetzt auch gerade weit und breit nichts. Auch da bewegt sich was. Oh, ich habe ja Hunger wie Sau. Umfalt. Du Scheiße. Einmal Nest. Nix drin. Na ja, klar. Da nur Federn. Toll, einmal neu laden. Wäre so einfach, wenn ich treffen würde. Ui, was geht denn hier ab? Nichts zu essen dabei. Scheiße. Bin jetzt der Hirsch hin. Halt die Schnauze! Ich bin jetzt der Hirsch gehobbelt. Zombies gehen so schnell und zielstrebig in eine Richtung. Oh. Interessant. Toll. Treffer mit der Snipe gelandet. Bei 3 Meter Entfernung zum Zombie. Das Gesicht war ganz schön groß im Bild gerade. Ich habe einfach 1 Stück Eier voll. Das hatte ich auch noch nie. Drin. Und Hunger, oi, oi, oi. So.
So, ein Unterwasserschwein erlegt. Halt die Schnauze. Okay, jetzt habe ich offiziell Hunger. Okay. Das geht auf die Wellness, das ist nicht gut. Dann fahre ich noch heim. Ach, Hunger, genau. Oh, shit. Und hepp. Einmal toter Fetti. Bin ich schon. Tote Olle. Bin ich schon. Brawler Pfeil in den Kopf. Ah, der Fetti, was Interessantes dabei. Und mein Inventar ist voll, das gibt's ja nicht. Ah, das Problem kenne ich. Ja, ich war auch eigentlich nicht darauf eingestellt, auf Reihe. Ach komm, hier, ich hab hier. Die Eile war, hab ich wieder so viel Knochen einstecken, unnützerweise. Tschüss. So. Ja, eiertechnisch war ich jetzt nicht so erfolgreich, muss ich leider sagen. Das macht nichts. Den hab ich schon. Hat mittlerweile 70. Wow, das ist ordentlich. Ja. Wo geht's denn jetzt heim? Was ist denn mein. Dafür in die falsche Richtung. Ist schlecht. Ah, ich hab's geändert. Jetzt ist wieder gut. Ich möchte heim. Stopp, 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 stopp. Na, drei. Ja. So, komm einmal quer über den Dingens drüber. Oh, ist ganz schön flach, das Wasser hier. Flachwasser. Mhm. Da paddelt man sich hier blöd und versucht zu schwimmen und zappelt sich da durchs Wasser, um dann festzustellen, hey, hier kann ich laufen. Das ist nur eine Pfütze. Oh, du bist in der Nähe. Ja. Wir kommen quasi zeitgleich von unseren Touren zurück. Ja, lustig. Aber weg, ich hab Hunger. Au. Ah. Ja. Laufen Sie großen Bogen. Mach mal doch die Tür zu. Oh, Essen, 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 Essen. Ah, kein Platz für Essen, egal. So. Blödsinn, dahin. So, viele, viele Eier. Das ist schon mal gut. Da hey. Kann ich nur 5 zu beisteuern. Ich will doch mein Blut wieder haben. Oh, Entschuldigung. Dann bitte. Ja. Mach hin jetzt. Ich würde gerne das. Ja. Geruchvolle Fleisch aus meiner Tasche loswerden. Die 18 Hirschfleisch und die 15 Schweinefleisch, die ich hier habe. Beim kurzen Spaziergang. Damit ich dann jetzt auch hier mal in dem Lager weitermachen kann. Damit das vielleicht möglicherweise noch in naher Zukunft fertig wird. Die Frage, ob das heute noch fertig wird. Ach, wieder das ganze Inventar voll mit Kram. Das gibt's so, jetzt habe ich hier erst einmal Platz hier noch. Jetzt würde ich gerne an dieser Stelle doch nochmal den Bohrer auspacken.